Hallo und herzlich willkommen hier zum, ja, was ist es eigentlich, der Construction Machine 2016 Simulator. Wir müssen hier Bäume einreißen und gleich noch Schutthaufen planieren und das nach Möglichkeit ohne hier unsere geliebten kleinen Paletten, die hier schon stehen für den nächsten Teil der Baustelle wahrscheinlich. Ah, mit dem Ende geht nicht so gut. Ich muss sagen, das ist jetzt eine Mission, die nicht ganz so einfach zu bearbeiten ist wie die letzte. Die Bäume fallen jetzt nicht so gerade wie Streichhölzer, sondern muss da schon ganz gut gegen. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Manchmal geht es ziemlich gut, manchmal geht es gar nicht. So ungefähr. Muss man halt schauen. Hey! Ja, jetzt haben wir es. 5 von 6, das heißt, einer muss noch und das ist dann auch schon wieder erledigt. Bäm! Alter, ihr seht ja, also die Bäume sind teilweise saustabil. Planiere die Haufen, okay. Das wird ein bisschen. Wahrscheinlich werden diese Haufen hier gemeint sein, oder? Oder die hier? Ich habe keine Ahnung, welchen Haufen die meinen. Entweder die großen Sandhaufen oder diese kleinen hier. Schauen wir erstmal auf den kleinen. Ah, einfach die Schaufel rein und gut ist. Das ist ja eigentlich recht easy dann. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Scheiße! Platter Reifen! Ich da muss aufpassen, worüber ich fahre wohl. Wie mache ich das denn jetzt? Hallo. Als ob der Reifen platt geht bei so einem kleinen Steinchen da. Hallo. Hä? Wie geht das denn jetzt? Werkzeug benutzen. Ah, okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Minecraft. Können wir jetzt quasi hier Zauber, 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 Zauber. Wird das hier jetzt mal fertig? Geht immer noch nicht, ne? Ich möchte doch nur hier. Hä? Da muss ich jetzt ehrlich sagen, keine Ahnung, wie das geht. Kann man sich irgendwie hinknien oder so? Weil was der da, egal, das sieht mehr aus, als würde er irgendwie versuchen, das Rad zu verzaubern. Als da sonst irgendwas zu machen. Haben wir denn sonst noch für Werkzeuge? Na, Hammer geht auch nicht. Hallo. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Sehr mysteriös, würde ich sagen. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich bin ehrlich gesagt komplett überfragt. Was ist denn hier? Na, das sind unsere Paletten. Da können wir nichts dran verändern. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Gerade reicht das hier vielleicht. Wobei natürlich Planieren doch deutlich anders aussieht. Keine Ahnung, was da los ist. Also, könnt ihr mir das mal erklären? Ich meine, hier war noch nicht mal irgendwie was total. War ein bisschen Steine, aber das ist ein Radlader. Der muss ja eigentlich wohl drüber. Da hinten muss ich den hinstellen, oder was? Ah, okay. Hier und dann. Ah.
Ist natürlich kein Ding für den King hier mal eben so einen Radlader. Sorry. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt nicht ein ganzes Radladerrad darüber schleppen. Haben wir auf jeden Fall schon mal einiges gesehen. Vielleicht ist das auch einfach geskriptet hier bei der ersten Mission. Dass man quasi einmal auf jeden Fall machen muss. Dann werden wir, glaube ich, dieses Update, was wir vorhin gesehen haben, von wegen strapazierfähigere Reifen, demnächst auch mal machen, weil ich habe keinen Bock, hier jede zweite Folge demnächst dann Reifen zu wechseln. Komme ich mir auch ein bisschen bekloppt vor, ne? Weil, naja, ich halte das für etwas unrealistisch, dass die Reifen hier so wenig aushalten. Ich meine, das ist ein Radlader, der ist dafür gemacht. Wenn der irgendwas aushält, dann genau solche Arbeiten. Wobei wir eigentlich auch noch mal die andere Seite wechseln müssen. Die ist schon orange. Da wird sicher nicht besser. So. Sondern halt eher über den Verschleiß beim Fahren. Hoffentlich können wir hier vorbeifahren. Bringe einen neuen Benzintank. Ey, seit wann trägt man denn den Benzintank? Ja gut, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überfragt, weil, okay, soll man jetzt hier hinfahren und die Sachen nehmen? Finde ich das absolut okay. Okay, so ein Kanister. Ich dachte schon, es kommt ja da an, dass man so eine 200-Liter-Wanne oder so da einbauen muss. Aber so macht es Sinn. Hallo, darf ich einsteigen? Oh, der ist auch komplett voll nach 20 Liter im Kanister. Ups, ups. Dachte ich schon, ich hätte die Palette gerammt. Das wäre blöd, weil ich möchte trotz unserer ganzen Lappalien bis jetzt halt mal ein bisschen was hinkriegen. Dann will ich wieder aufpassen. Vorne rechts habe ich ja sowieso schon angeschlagenen Reifen. Wenn ich jetzt hier an die Rohre drankomme, der hängt fest auf der Stufe. Natürlich auch schön, so ein großer Radlader und lässt sich von so einer kleinen Stufe aufhalten. Was bist du eigentlich für ein Radlader? So. Ich habe generell, muss man sagen, alles nicht lizenziert und so. Es ist halt wirklich ein Spiel für Leute, die das mal ganz geckig finden. Das ist auch, glaube ich, so kommt es mir zumindest aktuell vor, kein Spiel, was man jetzt über Wochen oder Monate spielen kann. Vielleicht, je nachdem, wie viel Umfang es hat, bis man halt größere Maschinen oder so hat, dass das noch spannend sein kann, sich die zu erarbeiten, kann ich mir vorstellen. Aber viel kann dann da eigentlich auch nicht mehr kommen, so wie ich das Spiel einschätze. Ja, gut. Und den einen wollen wir auch noch kaputt machen. Naja, dann nehmen wir halt den nächsten Haufen. Hoffentlich ist es das dann schon. Weil viele Haufen sehe ich hier nicht mehr, die man irgendwie bearbeiten könnte. Oh, ah, da. Okay. Das wird dann reichen, denke ich mal. Einen Stein brauchen wir noch. Frage ist nur, wo ist jetzt einer, den wir nehmen können? Vorne war schon lang. Da hinten. Da vorne war noch welche oder was? Jetzt bin ich aber überfragt. Ups. Jo, wenn wir vorne rechts, vorne links gegenfahren, ist hinten rechts der Reifen kaputt. Das ist logisch. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt nur auf 75 und nicht auf 76 kommen. Und ich sehe jetzt hier nicht mehr unbedingt irgendwas, was man planieren muss. Ja gut, wir haben wieso erstmal einen platten Reifen, weil wir gerade durch Matsche gefahren sind. Sorry, aber das. Ich finde es eigentlich ganz witzig, die Idee. Aber das sollte man manchmal machen müssen und nicht fünfmal am Tag. Weil so anfällig können die Reifen doch eigentlich gar nicht sein. Ich meine, das sind Radladerreifen. Das ist nicht irgend so ein, was weiß ich, ein Fahrradreifen, irgend
Irgend so einen ganz billigen, wo du dann nach 2 Metern wieder einen Splitter drin hast oder was weiß ich was. Bauschutt entfernen. Gucken wir mal, ob das hier als Bauschutt zählt. Nö, anscheinend nicht. Wenn ja, kriege ich es weg. Wenn doch, kriege ich es auf jeden Fall nicht weg. Was dann im Endeffekt auch nichts wert ist. Ist hier noch ein Stein übrig? Nee, ne? Ein bisschen Bauschutt. Wo können wir den denn mal finden? Auf einer Baustelle. Ich meine, ich würde hier alles planieren, aber das ist ja nicht gewünscht. Es geht ja nur um diese... Ah, davon haben wir was übersehen. Um diese fleckigen Bereiche. Haben wir einen Hotspot quasi. Das ist so ein bisschen wie Erz in einer Höhle bei Skyrim. Weiß auch nicht so ganz. Also manche Sachen finde ich echt witzig dargestellt. Ziel erreicht. Yeah, mit Bonus und 3000 Einkommen. Kosten ein bisschen was. Ja, okay. 8500 haben wir schon. Dann können wir ja bald einen zweiten Bagger oder so kaufen. Ich würde auch fast sagen, warte mal, können wir hier... Kann man da jetzt schon mehrere Sachen irgendwie auswählen? Oh, ein großer Bagger. 9200, das wird wahrscheinlich unser nächstes großes Sparziel, vermute ich mal. Ich kenne mich jetzt ja noch nicht so wirklich aus, aber das, die beiden haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Updates. Nee, man muss jetzt nicht jedes einzelne Rad updaten, oder? Größerer Benzintank. Sollen wir mal komplett mitnehmen? Gerade will ich eigentlich noch nichts kaufen. Erstmal gucken wir dem, was die... ja, okay, wir brauchen den Bagger. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal eine Mission noch ein zweites Mal machen, beziehungsweise auf einem Gelände noch ein zweites Mal spielen. Und dafür würde ich mir jetzt erstmal aussuchen... Nein, nicht den Händler. Wir brauchen 700 Euro oder sowas. Was kriegen wir denn hier? 300 Euro. Ich verdrück mich immer. Ich will doch gar nicht ins Hauptmenü. Ich will... Haufen planieren. Tausender. Ja gut, machen wir nochmal halt Haufen planieren. Und jetzt wissen wir ja, wie es geht. Eigentlich hätte man doch mal investieren können in die strapazierfähigen Reifen und so. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Da müssen wir jetzt heute nochmal mit leben. Wir haben jetzt doch auch ein bisschen Erfahrung. Vielleicht können wir damit ein bisschen was wieder wegmachen. Schnell hintereinander wegplanieren. Das bringt viel. Okay, dann machen wir das heute mal. Zumindest versuchen was. Ja, gar nicht so einfach. Bin mal gespannt, wie schnell diese schnell sein soll, weil wenn man sich hier wirklich richtig hart beeilen soll, dann bin ich hier, glaube ich, fehl am Platze. Ich glaube, ganz so schnell bin ich dann doch noch nicht. Da braucht man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen Erfahrung mit. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist der 100er mehr oder weniger egal. Wir brauchen halt nur das Geld, um erstmal den Bagger zu bekommen, damit wir dann dementsprechend bald mit dem Bagger spielen können und damit bessere Aufträge und so bekommen. Bin auch mal gespannt, was es denn da noch so gibt. Im Moment ist es ja wirklich nur so eine Art Abriss- und Aufräumsimulator. Ob man denn jetzt wirklich da nochmal Sachen baut mit den Baumaschinen, ist halt nochmal eine andere Geschichte, glaube ich. Da vorne haben wir noch ein kleines Felsfeld. Hinten kommt nichts mehr, da kommt nichts mehr, ja, dann nur noch hier. Und da vor oben wahrscheinlich ist dann irgendwo nochmal was an der Baustelle. Also bis jetzt sind wir auf jeden Fall gut im Zeitplan. Er hat noch nicht gesagt, dass wir den Zeitbonus nicht mehr bekommen. Und bis jetzt haben wir den Bonus ja auch immer hingekriegt. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, oh, es sieht so aus, als müssten wir nachher mal, wahrscheinlich ist unsere Hydraulik einfach nicht so gut hier zum Planieren geeignet. Wir müssen also auf Dauer doch, denke ich mal, das Ding auf höchster Stufe updaten, damit wir damit Spaß haben, damit das Ganze auch noch effizient läuft, wenn wir dann später noch andere Bagger haben und so. Bin auch generell mal gespannt. Also wir haben dann jetzt den Raupenbagger demnächst, also den Löffelbagger und dann hier den Radlader, aber was da noch dazu kommt, keine Ahnung. Ich bin echt überfragt. Ich habe mich kaum auf diese Spiele vorbereitet. Es ist wirklich so ein bisschen blind, ohne groß irgendwelche besonderen, ja auch einfach ohne besondere Wünsche an dieses Spiel, wenn ich ehrlich bin. Es war einfach so, das gibt es.
irgendwie hast du ja doch schon Bock, das auszuprobieren. Und dann habe ich es mir halt besorgt, beziehungsweise halt von Koch Media bekommen, vom Publisher. Und danke auch an dieser Stelle dann dafür. Ich muss fast sagen, dass ich das Spiel besser finde als den Farmexperten, weil der Farmexperte hat geile Ideen, aber die Umsetzung ist halt mal wieder, naja. Und der hier ist halt geile Ideen. Oh, Zielbonus. Yay! Und 1000, naja, die 84 Dollar sind auch egal. Wir haben auf jeden Fall genug für den großen Bagger. Den kaufen wir uns dann in der nächsten Folge und ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Tschüss!